wohnt im Haus von Al Jolson, dem Hauptdarsteller des ersten Tonfilms The Jazz Singer. Kenneth Anger, Regisseur und Autor, ist der Spezialist für alle Skandale Hollywoods. Soeben legt er den dritten Band seines Klassikers Hollywood Babylon vor. Wer sind die Leute, von denen Sie heute Ihre Informationen bekommen? Nun, ich habe ein Netzwerk von Leuten, die in der Industrie arbeiten, die jedoch anonym bleiben müssen, weil sie Agenten sind. Und Kriminalbeamte? Ich habe eine Reihe von pensionierten Kriminalbeamten, die immer noch gern ermitteln, aber die das nicht mehr beruflich machen. Wo treffen Sie die? Ich habe sie eben aufgetrieben. Etliche von ihnen sind Alkoholiker. Ich trinke nicht, deshalb ist es hart für mich. Aber ich lade sie zum Trinken ein und tue so, als ob ich mit ihnen trinke. Allerdings trinken sie drei Getränke, während ich eines trinke. Oder ich trinke von meinem nur die Hälfte oder so. Und diese armen, einsamen Männer, sie sind so, wie man sich Sam Spade so um die 60 oder 70 vorstellen könnte. Das wäre etwa so wie Humphrey Bogart in der Rolle eines alten Mannes. Die sind froh, wenn sie Gesellschaft haben und von ihren Heldentaten erzählen können. Und sie graben sogar Fotos aus, die sie nie zuvor jemandem gezeigt haben. Und diese Fotos sind nie veröffentlicht worden? Nein, dieses Foto von Sharon Tate und Jay Sebring zum Beispiel stammt vom Nachmittag des 8. August 1969. Das ist in Roman Polanskis Haus in den Hollywood Hills aufgenommen worden. Es wurde von der Polizei noch im Fotoapparat gefunden und dann von ihr entwickelt. Aber es ist nie irgendwo abgedruckt worden. Und es gelang mir dann über eine Art von Undercover Agent, so nehme ich mal an, einen Abzug davon zu erhalten. Und Sie sind der Einzige, der außer der Polizei einen Abzug davon hat? Ja. Und hier sehen wir Sharon als Schwangere? Ich nenne diese beiden Vorher und Nachher. Das ist sie mit Jay Sebring. Sie wurden beide getötet, mit vier anderen. Und dies ist das Nachherbild. Das ist nie abgedruckt worden. In Farbe sagt es natürlich mehr aus als in Schwarz-Weiß. Ich musste mich 5 Jahre lang gedulden, bis ich in den Besitz dieses Fotos gelangte. Das Original ist immer noch Eigentum der Polizei von Los Angeles. Man kann es abscheulich finden, dass ich in seinen Besitz gekommen bin, aber es sickern einfach Dinge durch. Das sollte nicht so sein, das ist unentschuldbar, aber sie sickern durch. Und natürlich bin ich bereit, wenn etwas durchsickert, das anzunehmen. Wie war der Fall mit Barbara Streisand? Barbara Streisand hat in den 60er Jahren in ihrem Haus in Malibu einen riesigen Felsblock aufgestellt, sozusagen im Scheinwerferlicht aufgestellt. So groß. Der stand da. Und da sie Tiffany-Lampen sammelte, stand er zwischen zwei wunderschönen Tiffany-Lampen. Da stand also dieser Felsblock. Nun, und dieser Felsblock bestand aus massivem Kokain. Er war viele tausend Dollar wert. Naja, Sie wissen schon, ein Stück so groß. Und hin und wieder, wenn ein besonderer Freund kam, dann kratzte sie davon ein bisschen mit einer Rasierklinge ab. Jetzt bestreitet sie allerdings, dass das je geschehen ist. Dafür muss es doch Zeugen geben. Natürlich gab es Zeugen dafür. Das war damals in dieser extravaganten, gewissermaßen gedankenlosen Zeit. Und nun wollen die Leute ihre eigene Geschichte korrigieren oder neu schreiben. Würden Sie sich selbst als Freund der Stars bezeichnen? Manchen gegenüber ja. Ich glaube nicht, dass Liz Taylor mir verziehen hat, dass ich das Foto von ihr veröffentlichte, als sie so dick war. Aber es hat sie dazu gebracht, wieder abzunehmen. Wissen Sie, sie war ziemlich lässig in einer englischen Talkshow in diesem Punkt. Als sie das Foto sah, sagte sie, furchtbar, furchtbar. Das war ihr Bild. Sie sah es an und sie war es. Sie sagte, es hat sie wieder dazu gebracht, abzunehmen. Das war gut so. Sie haben also einen positiven Einfluss auf die Stars. Ja, auf manche. Guten Appetit. Danke. Was ist mit Frank Sinatra? Ist er noch in der Gegend? Hier in der Gegend? Ja, es gehen Gerüchte um, die besagen, dass er die Alzheimer-Krankheit im Anfangsstadium habe. Sie wissen schon, die Altersvergesslichkeit. Ja, aber seine Agenten treiben ihn dazu, weiterhin in der Öffentlichkeit aufzutreten.
Ja, er gibt Konzerte und vergisst ständig seine Texte. Ja, und manchmal benimmt er sich so, als ob er sich nicht sicher wäre, wo er gerade ist. Das ist wirklich zu schade. Viele Menschen sind davon betroffen. Es ist nichts, dessen man sich schämen musste. Das kommt vor, aber ich denke, wenn man Künstler ist, sollte man dann in den Ruhestand gehen. Apropos Frank Sinatra, kommen hier eigentlich nur Leute aus dem Showbusiness her oder auch Mafia-Anhänger? Naja, es sind einige pensionierte Mafiosi hier. Würden Sie sie erkennen? Tja, sie sehen recht wohlgenährt aus. Alte Männer mit weißem Haar und zu viel Schmuck. Also ein bisschen wie Frank Sinatra. Ja, ja. Haben Sie jemals Nachforschungen angestellt über die Beziehungen zwischen Frank Sinatra und der Mafia? Ja, ich denke, das ist unbestritten. Nein, das ist eine Tatsache. Finden Sie eigentlich, dass Stars einen Anspruch auf Privatleben haben? Sie hätten gerne, dass dem so wäre, aber das ist wie eine Art Pakt mit dem Teufel. Wenn Sie dadurch Karriere machen, dass Sie im Licht der Öffentlichkeit stehen, dann müssen Sie, so leid mir das tut, auch in Kauf nehmen, dass die Öffentlichkeit mehr wissen will, als sie bereit sind, preiszugeben. Wie steht es mit Ihnen? Würden Sie Ihr Privatleben schützen? Also, ich bin praktisch ein offenes Buch. Wenn es Ihnen also misslänge, sich zu schützen, es wäre Ihnen egal. Nein. Würden Sie sagen, dass es bei Ihnen nichts Geheimnisvolles gibt? Ich bin nicht drogensüchtig. Ich lebe sexuell zurückgezogen. Was mir heute auch recht angenehm erscheint. Und sind Sie glücklich dabei? Ja, ich bin ein glücklicher Mensch. Glücklich sexuell zurückgezogen? Oh ja, ich würde nicht sagen völlig. Ich bin vielleicht immer noch offen für die Möglichkeiten, die es gibt. Aber ich gehöre nicht zu der Sorte, die sagt, oh, wann ist die nächste Orgie? Sie sollen den Rolling Stones Song Sympathy with the Devil inspiriert haben. Stimmt das? Ich denke, dass ich das Thema beeinflusst habe. Denn damals lebte ich in London und Mick Jagger war ein persönlicher Freund von mir. Wir sprachen über die Möglichkeit, dass er in meinem neuen Film Lucifer spielen könnte. Und so hat er, glaube ich, begonnen, sich für das Thema zu interessieren. Sind Sie besessen von Lucifer? Ich bin vor gar nichts besessen, aber ich kann sagen, dass Lucifer eine Art Freund ist. Freund in welcher Hinsicht? Ich bin der Einzige, der seinen Namen auf der Brust trägt.